Okay. Zurück bei Dead Space 2. Ja, wir haben ein bisschen die Ausrüstung verbessert und suchen diese. Fuck, weiß sie? Diane? Diana? Irgendjemanden in dieser Kirche hier. Lesezimmer. Ja, noch ein Textlog. Zwei verflochtene Spitzen. Von den Worten unseres Erlösers Michael Altmann wissen wir, dass sich letzten Endes alles Leben miteinander verflechtet und eins wird. Ein Verstand, ein Körper, eine Stimme. Der Markus spiegelt dies mit seinen verflochtenen Spitzen wider. Wir spiegeln dies mit unseren verflochtenen Armen, deren Finger sich an der Spitze in Einigkeit berühren, wieder. Das ist unsere heilige zeremonielle Geste, die zum Gruß und bei der Eröffnung von kleinen wie großen Zeremonien verwendet wird. Okay. Was ist denn? Ein Knoten! Wow. What the fuck? Das klingt ja nie mehr wieder. Isaac, ich weiß, sie haben die Symbole auch gesehen. Sie haben eine Bedeutung. Ja, ich sehe die Symbole. Wir sind eine Bedrohung. Ich weiß es. Wir müssen zusammenarbeiten. Zusammenarbeiten? Wer sind die? Oh, mein Name. Sie Tightman? Strauss, jetzt mal raus mit der Sprache. Ja, Mann, was will der von mir? One take us all. Okay, von hier bin ich ja gekommen. Hä? Was war das? Geschehen. Ein Audiolog. In der Kathedrale kamen Sie und Ermessen am letzten Sonntag zu zwei Druckausgleichszyklen. Der erste war eher geringfügig und hat nur ein paar Kerzenflammen lodern lassen, was der Predigt von Pastor O'Brien einen willkommenen, wenn auch unerwarteten Höhepunkt bescherte. Der zweite Zyklus war schwerwiegender und hatte einen Druckknall zur Folge, der einige Trommelfälle platzen ließ, sodass mehrere Leute ins Krankenhaus mussten. Das war unnötig. Sowas muss wehtun, wenn einem das Trommelfell einfach... Blut. Oh nein, nicht der! Na, brauch ich eh nicht. Von wo, Mann? Von wo? Ich hab gar keinen Kopf. Episch.
Ja. Fuck, man, das Viech ist hier. Was denn? Das sind echt die Schlimmsten. Okay, aber ich glaube. Lastenaufzug. Wer macht da ein eigenes Porträt von ihm? Da ist irgendwas. Bin ich denn hier gelandet? Da war ich doch schon. Aha, einen Shortcut. Haben Sie je das Gefühl gehabt, Teil von etwas Größerem zu sein? Im Kino. Ist Unitology vielleicht das Richtige für Sie? Unitology wurde vor 200 Jahren von unserem Erlöser Michael Altman gegründet. Und wir glauben, our Savior. Mein Gott. Was für ein Bullshit. Indoktrination, Testphase 1, Ergebnis für Casey Milham. Casey, Wunsch nach sozialer Zugehörigkeit hoch, Unsicherheit gering, Leichtgläubigkeit gering, Toleranz für Ambiguität hoch, kulturelle Desillusionierung gering, Idealismus hoch, Anfälligkeit für Trancen gering, Selbstvertrauen hoch, Wunsch nach spiritueller Sinnhaftigkeit gering, Bewusstsein für Gruppeneinfluss auf Individuen hoch. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Testperson lange in der Kirche bleiben wird. Wir gehen davon aus, dass er das System nach den 10 Anforderungen der Initiation verlässt. Wir sollten ihn einladen, so weit zu gehen, wie er möchte. Wir sollten aber keine weiteren Einkünfte von ihm erwarten. Setzen Sie im Verteilerkasten die Sicherung für die Tür zum Observationszentrum. Vandalismus ist in der Kirche nicht gestattet. Sprich mit mir? Ist es? Gemeindehaus. Oh. Jetzt ist die Tür zu.
Aha. Damit kann ich den rum. Interessant. Gott, ey. Langsam nerven die. Aber zum Glück habe ich doch weitere Waffen genommen. Aber heute noch, heute noch, heute noch, heute noch, heute noch. Oh Gott, Jesus. Toll. Oh. Ich hab nichts verstanden. Na, warte. Okay, mal schauen, was hab ich denn so alles hier? Na, das check ich eh nicht. So. Geh mal 12 Uhr, ist die Zeit stehen geblieben? Anzug Level 4, oh. Okay, schnell weg da. Oha! Oha, ich habe mir das nur angebildet. Wow, Isaac! Jetzt lässt du durch. Gott, das wird immer mehr zu einer Nerd-Anstalt hier. Was soll ich denn? Was? Poven. The Mark will save us. Save my ass. Oh, ist schon scheiße. Basilika, toll. Wow. Scheiße. To join in to survive. Oh man, sieht unheimlich aus. Verdammt unheimlich. Yeah.
Ich hoffe, das haben sie nicht gehört. Ganz mieses Gefühl. Hä? Singen was? Okay. Ach, scheiß drauf, kommt doch her. Ja, da war gar nichts. Oh, was? Ich bin ausgesperrt. Etwas ist in der Kirche. Es hat die Tür aufgebrochen. Halten Sie durch. Ich versuche alle Tore in der Gegend zu überbrücken. Warten Sie sich. Hier draußen ist auch etwas. Scheiße, 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 scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Isaac, ich glaube nicht, dass ich... Nicht jetzt! Doch, ich kann. Und wie ich kann. Oh fuck, jetzt kann ich nicht mehr. Frisch Strom! Oh, ich hab sogar was gebracht. Fuck, da ist noch einer. Da hinten, ich seh. Lemmit. Dana, sind Sie da? Isaac, ich kann den Aufzug nicht freigeben. Können Sie bei sich irgendwas machen? Mal sehen, was ich tun kann. Okay, sobald Sie durch sind, gehen Sie durch den Beisetzungsflügel und runter in die Krypta. Ganz wichtig ist, dass Sie nicht... Nein, nein! Ach Gott, kann uns nicht sehen! Dana, es ist wichtig, dass ich was? Verflucht, wieso muss das immer... Jedes Mal bricht die Verbindung dann ab. Es ist wichtig, dass ich was? Nicht einschlafe? Nicht färbe? Ich kann ihn doch selbst aktivieren. Was waren das für Dinge, man? Die waren verdammt schnell und haben mich irgendwie gesucht. Aber gut, sie haben keine Chance gegen dieses Harpunen-Ding.
Alter, mit. Westfoyer, Kapelle der Vereinigung.